Yo, hi Leute und herzlich willkommen zu meiner 6. Ausgabe von Was ist los? Meine Farm, Informarama und Sonstiges. Es ist wieder einiges passiert, es ist sogar sehr viel passiert oder wird passieren. Darum mache ich jetzt wieder eine Ausgabe. Ist jetzt schon eine Zeit her, da ich die letzte gemacht habe und ich fange hier an. Auf meiner Farm ist nicht viel los, also ich habe noch nicht geerntet. Ja, ich habe noch überall Bäume stehen. Und sonst, ich sammle derzeit auch richtig diese hier. Ich habe schon in letzter Zeit habe ich einfach nicht mehr die Lust irgendwie beim Handwerk etwas zu produzieren. Ich weiß auch nicht. Das häuft sich sehr an. Also, und sonst ist auf meiner Farm eigentlich nichts Besonderes los. Es hat sich nichts getan oder so. Also auf meiner Farm ist eigentlich, wenn man es so sagen kann, nichts los. Ich bin weiter Level 81. Bahama weiter Level 18. Wenn sich hier was tun würde, okay. 18. Und sonst, also wie gesagt, nicht viel los auf meiner Farm. Darum mache ich mit dem News weiter, denn da ist im Gegensatz zu meiner Farm sehr viel los. Wir sind wieder auf die kingsofamara.gmail.com. Und zwar beginne ich mit dem ersten. Und zwar ist das neue Apfelbaum, der schon länger Zeit hier gezeigt wurde, dass er neu ist. Sein ist jetzt hier ins Spiel gekommen. Ich kann es auch kurz zeigen, den neuen Baum. Hat man auch im Bild ja auch gesehen. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Der Apfelbaum. Das wird im Bug kurz aktualisieren. Ist ins Spiel, also so sieht er jetzt aus. Finde es eigentlich besser, also finde es sehr schön. So sieht er fertig aus, könnt ihr euch hier ansehen. Könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben, wie ihr den neuen Apfelbaum findet im Vergleich zum alten. Dann ist eine Sortierung in der Scheune stattgefunden. Können wir auch uns anschauen, also. In der Scheune ist es jetzt hier sortiert worden nach Level oder so. Hier zum Beispiel bei Pflanzen war ja hier mittendrin dann die Gruselsachen. Die sind jetzt hier nach hinten gereiht worden. Hier also einzeln, glaube ich, das war auch einmal anders. Dann die Bäume. Also finde ich sehr gut, die Sortierung. Habe ich auch nichts dagegen. Und dann war wieder User Fragen und Big Point antwortet. Ich glaube die dritte Ausgabe oder so. Könnt ihr alles nachlesen. Der Link hier ist in der Videobeschreibung. Auch zu allen Sachen anderen ist auch in der Videobeschreibung. Also könnt ihr alles nachlesen, was Big Point gesagt hat, etc. Ja. Dann geht's weiter und zwar ist die Mühle, unsere Mühle. In der Beta-Version hat es jetzt hier ein neues Design. Das können wir mal hier kurz sehen. So sieht es hier so aus. Jetzt wartet mal, ich gehe kurz in die Beta. Also, bin wieder da. Vielleicht, die wir es nicht wissen, wie geht man in die Beta einfach oben in der Suchleiste oder hier anstatt von Game Beta einfach setzen. Und dann können wir jetzt hier auf die Mühle schauen und ihr seht schon das neue Design. Ich finde es. Ich weiß jetzt nicht, ob es gewöhnungsbedürftig ist, also so mir gefühlt das alte recht gut, aber es ist halt einfach der neue Style von Farmarama, das neue Design und etc., das kennt man ja schon alles. Könnt ihr ja unter die Kommentare schreiben, was ihr dazu findet, also was ihr davon haltet, und ich gehe jetzt wieder in Game. Also, bin wieder International Game, hier der Beweis, haha, viel Spaß. Und dann gehen wir weiter. Dann ist wieder. Ja, sorry, bin wieder da. Also, Erntehelfertag ist hier wieder heute gestartet. Um 10 Uhr. Geht noch bis 21. September um 11 Uhr. Kurz erklären, was ist Erntehelfertag? Da bekommt ihr wieder den Erntehelfer zum halben Preis. Könnt ihr das hier gucken? Normalerweise kostet er 15. Und hier würde ich jetzt. 15. Hä? Sekunde.
Also, Blödsinn, ja, heute ist der Mittwoch, total vergessen, Entschuldigung. Ja, bisschen verwirrt ist jetzt. Also, morgen startet der wieder um 10 Uhr und dauert bis zum 21. September um 11 Uhr. Dann geht's weiter, harte Fahrt geht's weiter, und zwar sind jetzt hier Bilder aufgetaucht, und zwar wird höchstwahrscheinlich die Pferde das nächste Zuchttier sein. Hier sieht man auch schon die Ställe dazu, pinke Stall, rote Stall etc. Und das löst natürlich am Markt wieder einiges aus. Man können hier mal kurz schauen am Markt, und zwar bei Tiere mal, das Pferd ist hier hoch auf 745, das ist sehr gestiegen, und auch die Reitstunden auf 2250. Man muss bei ne, ich habe jetzt einiges gekauft, also sehr gesunken. Entschuldigung, können mal schauen. Ich habe jetzt hier 221 Reitstunden und 256 Pferde auf Lager. Mal schauen, wie weit ich damit kommen werde. 54 Superfutter. Ja, mal schauen, wenn der Babyboom dann ist. Könnt ihr unter die Kommentare schreiben, wie ihr die neuen Pferde findet. Ob ihr Reitstunden und Pferde auf Lager habt. Und ob ihr Freude auf die Zucht. Oder doch, keine Ahnung, vielleicht ein anderes Tier lieber gehabt hättet, was aus Zucht kommt. Ja, dann kommt das Erntefest. Also das startet morgen. Am 20.09., also morgen, und geht bis zum 28.09. Genauer startet Erfolg. Ich habe ja die wichtigen Sachen hier dick gemacht. Und zwar gibt es wieder eine Eventpflanze, und das ist hier die Cranberry. Da hält man wieder 10 Stück zum Anfang. Also dazu allerdings morgen mehr. Also dann droppen wieder goldene Haselnüsse. Also wieder ein Drop-Item. Ab Level 2 könnt ihr mitmachen, und es gibt wieder 10 Eventstufen. Und auch, es gibt wieder ein Item besonders. Wer hier unter die besten 500 Helfer kommt, erhält zusätzlich ein exklusives Item. Finde ich mal wieder sehr gut. Und noch zusätzlich unter allen Spielern aus Deutschland und Österreich, die sich am Ende in der Top 500 gespielt haben, werden zusätzlich noch 10 tolle Amazon-Gutscheine verlost. Dreimal im Wert von 500 Euro und 7-mal im Wert von 100 Euro. Also das ist doch einiges. Also ich freue mich drauf. Leider ist wieder eine Eventpflanze. Mal sehen, wie das aussehen wird. Ich denke, man muss auch wieder andere Sachen hier abgeben, wie Bäumfrüchte. Also mal sehen. Dazu natürlich, wie gesagt, morgen mehr. Dann sind endlich die Runen für den Alchemisten ins Spiel gekommen. Wir können da mal kurz schauen gehen. Baum der Weisheit. Und zwar hier, glaube ich, eine Ausbildung Alchemist oder was hier. Ja, das wird es gewesen sein. Für die verschiedensten Stufen wieder. Wie gewohnt von allen. Also ist er gleich, nur halt Alraune. Oder wie heißt das? Alraune? Ist das Alraune? Ja, Alraune. Ja. Dazu. Was ist jetzt hier sonst noch newsmäßig? Ich glaube, hier hatte ich auch was getan. Vorher waren hier nur die Frucht und jetzt hier der ganze Baum drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier länger schon war. Und dann hat es noch etwas gegeben beim Chat, wenn man sich ausgeloggt hat, war man und im Chat währenddessen drinnen war, dann war man immer noch im Chat drinnen, also da hat sich nichts getan. Und jetzt, wenn man sich ausloggt, ist man auch aus dem Chat ausgeloggt. Ja, ich denke, das war's newsmäßig und sonstiges. Gehen wir nochmal zurück. Sonstiges kann ich nur sagen, laufen noch 2 Gewinnspiele, 3 sogar, Entschuldigung. Einerseits das Handwerksgewinnspiel 5, haben schon einige Leute mitgemacht. Wie gesagt, ihr könnt gewinnen, Karottenabstattung, Honig, Banane, Traum und Erdbeermuffin. Dauert noch bis zum 20.09. Link hier in der Videobeschreibung. Dann läuft noch das große Stallmeister-Gewinnspiel. Könnt ihr auch tolle Preise gewinnen. Und mein großes Setzlings-Gewinnspiel da läuft ja auch noch. Also es läuft noch einige Gewinnspiele. Macht doch mit, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt. Das sind, wie gesagt, tolle Gewinne. Das war jetzt hier sonstiges. Und
Dann sage ich mal, das war's. Schreibt doch in die Kommentare zu den verschiedenen Sachen, was ihr dazu haltet oder findet. Und dann war's das mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und ja, schaut vorbei, macht bei den Gewinnspielen mit etc. Und bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag.